Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem etwas längeren Input-Video zur zweiten Sitzung unseres Seminars Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung steht die Frage, was Korpuslinguistik überhaupt ist. Dazu werde ich nach einer Rekapitulation des Stoffs aus der letzten Sitzung zunächst ein paar sprach- und wissenschaftstheoretische Prämissen der Korpuslinguistik erläutern. Und dann wollen wir uns eben die Frage stellen, was Korpuslinguistik ist. Ich werde einige Grundbegriffe vorstellen und wir müssen auch schon einen kleinen Ausflug in die Technik machen. Und schließlich möchte ich in Anknüpfung an Ihre Vorbereitung die Frage aufgreifen, inwiefern wir eigentlich das World Wide Web als Korpus beschreiben und ganz normale Internetsuchen als Korpusabfragen beschreiben können. In der vergangenen Sitzung haben wir grundlegend besprochen, warum das Seminar Reading Machines heißt, lesende Maschinen. Wir wollen ja hier im Kurs eine kulturwissenschaftlich anschlussfähige Korpuslinguistik betreiben, die darauf hinausläuft, dass wir maschinelle Verfahren nutzen, um menschliche Lektüren zu unterstützen, zu erweitern, aber auch zu verfremden, zu neuen Interpretationen zu gelangen. Inwiefern unterstützend und erweiternd, einfach allein schon deswegen, weil natürlich der Computer die Menge der bewältigbaren Daten ins beinahe Unermessliche steigert. Mehrere Milliarden Wörter können problemlos innerhalb kürzester Zeit durchsucht werden, wofür wir lesend mehrere Jahre brauchen würden. Das hat aber auch zur Folge, dass sich durch diese korpuslinguistischen Methoden unser Verständnis von Sprache und auch von Texten überhaupt ändern kann, indem wir einen ganz konsequent empirischen und vor allem auch quantifizierenden Blick auf Sprache werfen, in so einer distanzierten Art und Weise, dass wir große Textmengen gemeinsam mit einheitlichen Suchanfragen in den Blick nehmen können und so treten Eigenschaften, Muster, Korrelationen zutage, die wir lesend möglicherweise nie erkennen würden. Ja, also das, darum wird es gehen in unserem Seminar. Und jetzt möchte ich im Folgenden einige sprach- und wissenschaftstheoretische Prämissen vorstellen, auf denen die Korpuslinguistik als Methode oder auch als Theorie insgesamt fußt. Und man kann ganz allgemein es vielleicht mal so fassen, dass es in der Geschichte der Sprachwissenschaft sozusagen zwei Lager gibt. Und nicht nur innerhalb der Sprachwissenschaft, sondern überhaupt innerhalb der Wissenschaft. Sie kennen vielleicht den Unterschied zwischen den RationalistInnen und den EmpiristInnen. RationalistInnen, die glauben, dass man eigentlich nur durch Nachdenken und logische Schlussfolgerungen zu wirklich gesicherten Erkenntnissen kommen kann. Und die EmpiristInnen hingegen würden sagen, dass allein die Beobachtung von Phänomenen in der Welt da draußen Grundlage für wirklich solides wissenschaftliches Wissen sein können. Und das taucht auch in der Linguistik wieder. Und der erste Typus wäre das hier, der berühmte Armchair-Linguist, der im Wesentlichen seine Zeit damit verbringt, dass er am Schreibtisch oder wie hier eben im Armchair sitzt und nachdenkt und rein rational ergründen möchte, was Sprache auszeichnet, wie grammatische Strukturen beschaffen sind. Das heißt, sein Erkenntnis, sein Interesse richtet sich auf das Sprachsystem und im Wesentlichen bedient er sich der Methode der Deduktion. Das heißt, auf der Grundlage von als gültig angenommenen Sätzen werden in logischen Schlussfolgerungen andere gültige Sätze hergeleitet. Ganz anders hingegen der Korpuslinguist, der weniger nachdenkt, als vielmehr tatsächlich hinschaut. Der schaut in die Welt raus und er interessiert sich für den Sprachgebrauch. Als solches ist er Empirist, denn Sprachgebrauch kann man nur beobachtend untersuchen und nicht nachdenkend. Und er bedient sich der Methode der Induktion, das heißt auf der Grundlage von einzelnen Beobachtungen werden auf dem Wege der Verallgemeinerung dann Regeln und Gesetzmäßigkeiten postuliert. Ja? Und der Korpuslinguist, das sehen Sie hier abgebildet, schaut auf den Sprachgebrauch
sozusagen durch eine ganz bestimmte Brille, nämlich die des Computers, in dem der Sprachgebrauch maschinenlesbar aufbereitet und eben durchsuchbar gemacht wird. Ja, und warum und wozu und wie genau werden wir im Folgenden noch besprechen. Aber zunächst nochmals ein paar weitere Hinweise zu dieser Unterscheidung zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch, die ja in der Linguistik von vielen, vielen VertreterInnen so postuliert wurde. Bei de Saussure etwa finden wir die Unterscheidung zwischen Langue und Parole. Langue, also das überindividuelle Sprachsystem, wovon er unterschieden wissen wollte, die einzelnen Äußerungen, welche zusammen die Parole bilden. Und er hat ja auch gesagt, dass der eigentliche Untersuchungsgegenstand der Linguistik soll sein die Langue und nicht so sehr die Parole, die er eher der Soziologie zum Beispiel überlassen wollte. Bei Karl Bühler finden wir ganz ähnlich die Unterscheidung zwischen Sprachwerk und der einzelnen Sprechhandlung, besonders wirkmächtig bei Noam Chomsky und der Unterscheidung zwischen Kompetenz und Performance. Chomsky hat gesagt, dass was eigentlich das ist, was Sprache im Kern auszeichnet, sind nicht so sehr die einzelnen Äußerungen, sondern das, was dem zugrunde liegt. Was setzt uns überhaupt instand, Äußerungen zu produzieren und auch zu verstehen? Das ist unser grammatisches Wissen, unsere grammatische Kompetenz. Und das allein soll Gegenstand der Sprachwissenschaft sein. Konkrete Performancen sind viel zu sehr von Zufälligkeiten und von Fehlern geprägt. Das können wir guten Gewissens der Psychologie, der Soziologie, der Ethnologie und so weiter überlassen. Aber Linguistik soll sich beschäftigen mit der Sprachkompetenz. Ja, sehr wirkmächtige Position. Und die Korpuslinguistik hat sich nun genau von dieser Übermacht der Chomskyschen Linguistik emanzipiert oder dem etwas entgegengestellt und hat gesagt, wenn wir wirklich zu soliden Erkenntnissen kommen wollen, müssen wir uns Performanzen angucken, wir müssen uns Sprache auch angucken, Parole, das ist das, was im Gegenstand unseres Untersuchungsinteresses steht. Allerdings, und das möchte ich hier aber nur ganz kurz andeuten, der eigentliche Anspruch der Korpuslinguistik geht sogar noch viel weiter, indem man sagen würde, dass die Unterscheidung zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch als solche eigentlich gar nicht aufrechterhalten werden kann. Denn das, was Sprache im Wesentlichen auszeichnet, auch eine gewisse Systematizität, eine gewisse Grammatikalität und so weiter, ergibt sich erst aus der Summe der einzelnen Sprachgebräuche. Und wie weit man kommt, wenn man hier korpuslinguistisch vorgeht, hat die Forschung der letzten Jahre gezeigt. Aber das nur kurze Andeutungen. Ich empfehle aber gerne Literatur, wenn Sie sich dafür interessieren. Gehen wir nochmals ein bisschen mehr in die einzelnen Zitate rein. Saussure etwa drückt sich so aus: Man könnte sagen, dass es nicht die gesprochene Rede ist, was dem Menschen natürlich ist, sondern die Fähigkeit, eine Sprache zu schaffen. Das heißt, ein System unterschiedlicher Zeichen, die unterschiedlichen Vorstellungen entsprechen. Ja, Sie kennen das Saussuresche Zeichenmodell, was ja sich zusammensetzt aus dem Lautbild, dem Image Akustik und der Vorstellung, die damit verknüpft ist, also der Zeichenträger und die Bedeutung sozusagen, aber das Ganze auf der Ebene des sprachlichen Wissens, eine Fähigkeit, eine Sprache zu schaffen. Und diese Fähigkeit ist sozusagen im Gehirn der einzelnen Menschen angesiedelt. Ja? Und das ist dasjenige, was dann interessiert, wobei dann von den einzelnen Personen abstrahiert wird, so dieses Überindividuelle, aber das Entscheidende ist, es geht hier um die Sprachfähigkeit und nicht so sehr die gesprochene Rede. Und genau das hat Chomsky dann aufgegriffen und er formuliert es so: Die Grammatik einer bestimmten Sprache ist eine Beschreibung des Zustandes des Sprachvermögens, nachdem es mit Erfahrung konfrontiert worden ist. Die Universalgrammatik ist eine Beschreibung des ursprünglichen Zustands des Sprachvermögens vor jeglicher Erfahrung. Also Chomskys Idee war, dass das, was Sprache eigentlich auszeichnet, auch wiederum nicht die einzelnen Äußerungen sind, die einzelnen gesprochenen Sätze, sondern das Vermögen, was dem zugrunde liegt, unser grammatisches Wissen. Und er hatte noch zusätzlich die Idee, dass es jenseits
des grammatischen Wissens des Deutschen, des Italienischen, des Englischen noch etwas gibt, was dem noch zugrunde liegt, die sogenannte Universalgrammatik, was allen Sprachen gleich ist und was den Menschen sogar angeboren ist, ein angeborenes Sprachvermögen. Und damit sind wir natürlich ganz weit weg von Empirie, sind ganz weit weg von Dingen, die beobachtet werden können, denn Fähigkeiten selbst können wir nicht beobachten. Wir können allerhöchstens Handlungen beobachten, die auf Grundlage dieser Fähigkeiten dann vollzogen werden. Aber da sagt Chomsky, ja, die sind immer fehlerbehaftet, da kommt immer irgendwas dazwischen, Menschen sind abgelenkt und so weiter. Und das hindert uns daran, Sprache so zu untersuchen, wie sie eigentlich wirklich ist, nämlich als eine Fähigkeit, grammatische Sätze zu produzieren und zu erkennen. Ja, das ist im Kern die Sprachtheorie von Chomsky. Das heißt, der Armchair-Linguist oder die Armchair-Linguistin, die sich diese Chomsky'sche Idee zu eigen gemacht haben, die entwerfen ein Idealbild der Sprache, was konstruiert wird, und auf dessen Grundlage können dann alle sprachwissenschaftlich relevanten Fragen beantwortet werden. Und das sind im Wesentlichen Fragen der Grammatik. Also welche grammatischen Strukturen gibt es, wie sind sie lizenziert, wie hängen sie miteinander zusammen und so weiter. Und die wichtigste Methode der Armchair-Linguisten ist die Intuition tatsächlich. Ja? Man sitzt eben im Lehnstuhl, legt sich selber Sätze vor und beurteilt sie auf ihre Grammatikalität hin. Und das können wir, weil wir sprachlich kompetente Wesen sind. Und das ist ja auch total faszinierend. Ja? Wir alle können als Muttersprachler grammatische von ungrammatischen Sätzen unterscheiden, auch wenn wir diese Sätze noch nie zuvor gehört haben. Wir können selber grammatikalisch korrekte Sätze bilden. Und das Interessante ist, wir können sogar sinnlose Sätze formulieren, die aber trotzdem grammatisch, syntaktisch korrekt sind. Chomskys berühmtes Beispiel ist farblose grüne Ideen schlafen wütend, ein Satz, der offenkundig keinen Sinn ergibt, der aber zumindest grammatisch in Ordnung ist. Ne? Und dass wir das erkennen können, das ist Kern unserer sprachlichen Kompetenz. Korpuslinguistinnen sagen, das ist ja schön und gut, aber reicht eben nicht aus, nur Sätze zu erfinden und sie sich selber vorzulegen, sondern wir interessieren uns, wie denn tatsächlich draußen in der Welt Sprache verwendet wird und welche Regelhaftigkeiten und Muster wir hier feststellen können. Das heißt, die Frage nach der Grammatikalität, die bei den Armchair-Linguistinnen so wichtig ist, wird hier möglicherweise auch gestellt, aber auf eine andere Art und Weise, indem man einfach nach der Gebräuchlichkeit oder Ungebräuchlichkeit bestimmter Formulierungen fragt, und zwar immer in bestimmten Domänen. Ja, und um es an einem Beispiel klarzumachen, nehmen wir so einen Satz, den hat nicht genau so, aber im Prinzip so kürzlich Angela Merkel gesagt: Wir brauchen den Lockdown, weil wir müssen die Infektionszahlen jetzt reduzieren. Wenn wir den jetzt nur auf Grundlage unserer grammatischen Kompetenz uns anschauen und uns an der Normgrammatik orientieren, werden wir wohl sagen müssen: Naja, dieser Satz ist grammatisch nicht korrekt, denn eigentlich sind Nebensätze im Deutschen so beschaffen, dass das finite Verb am Schluss stehen muss. Eigentlich müsste es ja heißen, weil wir die Infektionszahlen reduzieren müssen. Und dass es hier heißt, weil wir müssen, ist eben einfach dann falsch. Ja? Die Korpuslinguistinnen würden erstmal sagen, wie ich das finde, ob es mir komisch vorkommt oder nicht, klammere ich erstmal ein. Ich schaue jetzt mal draußen nach, ob diese Formulierung denn draußen gebräuchlich ist, möglicherweise. Da können wir in Corpora nachschauen. Hier mal ein Korpus für gesprochenes Deutsch, was wir auch noch kennenlernen werden. Und wir finden tatsächlich eine Fülle von Belegen für weil mit Verb-Zweitstellung, so wird dieses Phänomen genannt. Und wir können dann feststellen, naja, diese Formulierung, die ist schon gebräuchlich, allerdings in einer bestimmten Domäne, nämlich der gesprochenen Sprache und nicht so sehr in der geschriebenen. Und um das feststellen zu können, reicht es aber eben nicht aus, nur nachzudenken, nur im Armchair zu sitzen und in sich selbst hineinzuhorchen. Da müssen wir raus in die Welt gucken, und das macht die Korpuslinguistik. Was ist also Korpuslinguistik? Wir können das mal zusammenfassend so formulieren:
wie McInerney das mal formuliert hat, Korpuslinguistik ist eine Linguistik, die sich auf Real-Life-Language-Use stützt. Und ich finde diese Formulierung so griffig, weswegen ich sie nicht übersetzen möchte. Es geht also nicht darum, Sätze zu erfinden und sich selbst vorzulegen, sondern tatsächlich, wie es draußen in the real life, wie da Sprache verwendet wird. Sprachgebrauch schauen wir uns an. Und Corpora sind dann also genau solche Sammlungen von real life language use. Und auch hier wieder, es reicht nicht, sich einfach nur Sätze auszudenken. Wir könnten natürlich auch jetzt 100 verschiedene Sätze mit weil bilden. Dann hätten wir auch eine Sammlung, aber eben keine Sammlung von Real-Life-Language-Usern, dann ist es ein Korpus. Ganz wichtig übrigens, es heißt das Korpus, tatsächlich das Korpus, wie im Lateinischen ursprünglich auch. Korpus ist Neutrum, bitte merken Sie sich das. Wir kriegen jedes Mal Gänsehaut, wir Korpus-Linguistinnen, wenn jemand der Korpus sagt. Und Stefanovic, den Sie gelesen haben, geht noch ein bisschen weiter. Oder er formuliert es ein bisschen anders. Er sagt, Corpora sind Sammlungen authentischer Äußerungen, das hatten wir schon. Es sind große Sammlungen, bis zu mehrere Milliarden Wörter groß. Und diese Corpora sollten repräsentativ sein. Und zwar nicht insgesamt repräsentativ, sondern für einen bestimmten Sprachausschnitt, den man untersuchen möchte. Ja, wir können zum Beispiel sagen, wir möchten die Sprache der Skater untersuchen, wir möchten das Schweizerdeutsche untersuchen, wir möchten Sprachgebrauch im Bundestag untersuchen, in der 17. Legislaturperiode. Und wir können das ganz arg eingrenzen und könnten zum Beispiel auch sagen, dass dieser Sprachausschnitt sich auf genau einen Text beschränkt. Ja, wir können den Sprachgebrauch in Goethes Werther untersuchen, alle Adjektive mal auszählen. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja interessant. Das heißt, groß ist immer relativ zu sehen, ja, eine Frage der Perspektive. Meine Tochter ist 3 und sagt ja auch schon von sich selber, ich bin groß. Eben, je nachdem, woran man es bemisst. Ja, aber wichtig ist, dass wir den Sprachausschnitt bestimmen möchten, den wir untersuchen möchten, und dann können wir entscheiden, wann etwas repräsentatives oder nicht. Ja, wir werden das noch vertiefen. In Korpuslinguistik, so kann Stefanovic nun formulieren, und das ist ja fast schon trivial, ist also die Untersuchung von sprachlichen Phänomenen auf der Basis von Corpora. Er ergänzt es allerdings noch durch 3 Punkte. Es geht darum, dass man diese sprachlichen Phänomene systematisch untersucht, und zwar möglichst vollständig auf der Basis von Corpora und eben typischerweise auch computergestützt. Es wäre zwar theoretisch auch möglich, es von Hand zu machen, aber je nachdem, wie groß das Korpus ist, kann es einfach ewig lang dauern. Und vollständig ist eben das, gerade das Tolle. Wenn wir einmal einen Korpus haben, haben wir eine große, begrenzte Menge von sprachlichen Äußerungen und können dann innerhalb dieser Sammlung tatsächlich eine vollständige Auswertung anstreben. Alle Adjektive zählen, alle Obwohl-Sätze in Bundestagsreden. Ja, sowas können wir erheben, und das machen uns Corpora möglich. Und jetzt, Sie haben das gelesen, Stefanovic geht also eine Reihe von verschiedenen Definitionen durch, und dann landet er am Ende bei dieser Definition, die er beibehalten möchte. Er definiert nämlich Corpora wie folgt, Korpuslinguistik wie folgt. Korpuslinguistics is the investigation of linguistic research questions that have been framed in terms of the conditional distribution of linguistic phenomena in a linguistic corpus. Hier sind also nochmals 2 Dinge, die dazugekommen sind, die wichtig sind. Es geht nicht nur darum, dass wir uns sprachliche Phänomene anschauen, sondern wir möchten tatsächlich sprachwissenschaftliche Forschungsfragen beantworten. Dialektologischer Art zum Beispiel, politolinguistischer Art, diskurslinguistischer Art, grammatisch, grammatikografischer Art, all das sind Möglichkeiten. Und der zweite Punkt ist das, was sie hier Conditional Distribution nennt. Es geht also zunächst mal um Verteilungen von sprachlichen Phänomenen im Korpus. Was ist häufig? Was ist wie häufig? Was ist häufiger als anderes zum Beispiel? Und zusätzlich geht es um bedingte
Häufigkeiten. Es geht also nicht nur darum, Häufigkeiten überhaupt zu beobachten, sondern Faktoren zu finden, welche die Bedingtheit dieser unterschiedlichen Verteilung erklären können. Und wir hatten genau dafür ein Beispiel schon in der ersten Sitzung. Sie erinnern sich an das hier. Es ging darum, ob man ich anerkenne oder ich erkenne an sagt. Und das ist also eine Variante oder eine Variable, die sich unterschiedlich ausprägen kann. Und die verteilt sich also unterschiedlich. Mal ist das eine häufiger, mal ist das andere. Und wir erkennen eben, wenn wir das hier auf diese Karte projizieren, welches der entscheidende Bedingungsfaktor ist, der hier angeführt werden kann, nämlich der Ort, an dem die Äußerung produziert wurde. Ja? Hier sehen wir ein Beispiel für genau das, was Stefanovic mit Conditional Distribution meint, dass der Ort bedingt die Verteilung dieser beiden Varianten. Ja? Okay, und damit wir also korpuslinguistisch solche Forschungsfragen beantworten können, brauchen wir eben Corpora. Und Corpora, hatten wir gesehen, sind Sammlungen von Texten. Es kommt aber noch ein bisschen was anderes dazu, damit wir wirklich so arbeiten können. Nämlich Corpora, und das hier orientiere ich mich an Lemnitzer Zinsmeister, weisen noch ein paar andere Eigenschaften aus, die mehr oder weniger einfach den pragmatischen Status quo in der Korpuslinguistik beschreiben. Ich muss mal eben schnell was trinken. Lemnitzer Zinsmeister schreiben nämlich, ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen in einer oder mehreren Sprachen. Die Daten des Korpus sind digitalisiert, das heißt auf Rechnern gespeichert und maschinenlesbar. Die Bestandteile des Korpus, die Texte oder Äußerungsfolgen, bestehen aus den Daten selbst sowie möglicherweise Metadaten, die diese Daten beschreiben, und aus linguistischen Annotationen, die diesen Daten zugeordnet sind. Na, hier haben wir es also nochmals, Sammlung schriftlicher Äußerungen oder gesprochene Äußerungen, maschinenlesbar, und dann zwei Dinge sind neu dazugekommen, Metadaten und Annotationen. Gehen wir das im Einzelnen durch. Zunächst mal haben wir also die Äußerungen, die Texte selbst. Das wären die Primärdaten. Zum Beispiel habe ich hier hinter mir jede Menge Bücher stehen. Die könnte ich jetzt einscannen und OCR-Texterkennung drüber laufen lassen und hätte dann auf meinem Computer Primärdaten. Ich bräuchte aber idealerweise noch Metadaten dazu. Metadaten sind Daten, die Primärdaten charakterisieren hinsichtlich bestimmter Eigenschaften, die von Interesse sein können. Und die sind auch bei den Büchern normalerweise dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel Bücher von Immanuel Kant oder auch von Leibniz oder auch von Sven Staffelt oder von Constanze Marx. Und von wem der Text jeweils ist, ist so ein Metadatum, wer ist Autor, Autorin, genauso in welchem Ort ist der Text eigentlich entstanden, zu welcher Zeit, was ist es für eine Textsorte. Ich habe hier Lehrbücher, Monographien, Aufsatzsammlungen, aber auch Lexika. Das ist ja jeweils etwas ganz anderes. Wir können aber auch nach Medium gehen, handelt sich um mündliche, schriftliche Texte, um analog oder digital, oder aus welcher Domäne stammen die Äußerungen, privat, öffentlich, akademisch, politisch und so weiter und so fort. Ja, und wenn wir diese Informationen haben, können wir dann eben solche interessanten Fragen stellen, wie ist im Mündlichen eine bestimmte Konstruktion häufiger als im Schriftlichen? Wie unterscheidet sich die Verwendungsweise des Wortes Kraft im politischen versus im privaten Bereich? Ja, nur so als Beispiel. Und damit wir solche Fragen beantworten können, müssen wir eben die Texte auszeichnen mit Metadaten. Und schließlich haben wir noch das, was man Annotationen nennt. Das sind linguistische Informationen, die wir den Primärdaten hinzufügen, und zwar nachträglich. Die Metadaten, wie ich sie zuerst genannt habe, die sind ja sozusagen den Texten sowieso schon beigegeben. Ein Text hat eben eine bestimmte Autorin, stammt aus einer bestimmten Zeit, ist eine bestimmte Textsorte, und das muss dann sozusagen nur beschrieben werden. Annotationen werden erst hinzugefügt, und es gibt
klassischerweise drei Schritte, die bei solchen Annotationen unternommen werden, meistens automatisiert. Das erste ist zur Vorbereitung, die sogenannte Tokenisierung. Das heißt, die Kette der sprachlichen Zeichen mit den einzelnen Tokens aufgesplittet. Sie sehen, dass sogar hier der Punkt als ein eigenes Token beschrieben wird. Und es wird meistens so gelöst, dass dann pro Zeile ein Token steht. Das hat dann den Vorteil, dass wir dann zusätzlich zu der Spalteneinteilung, zu der Zeileneinteilung noch in Spalten weitere Annotationen jetzt hinzufügen können, zum Beispiel Part-of-Speech-Tagging. Jetzt werden jedem Wort Wortarten zugewiesen. Das passiert automatisiert, dafür gibt es Software und es gibt Tag-Sets, die wo Abkürzungen vereinbart sind. Dann haben wir hier Substantiv, Artikel, Adjektiv, Substantiv, Adjektiv, Substantiv, Präposition, Artikel, Adjektiv, Substantiv und schließlich ein finales Satzzeichen. Ja, das hier ist das Stuttgart-Tübingen-Tagset. Wir werden noch andere kennenlernen, aber das ist für das Deutsche das Maßgebliche. Und schließlich als letzter Schritt die Lemmatisierung. Jedem Wort wird die unflektierte Grundform zugewiesen. Aus der wird die, aus laufenden wird laufend. Und auch das macht die Software automatisch. Wir können jetzt also wesentlich abstraktere Suchanfragen stellen. Wir können zum Beispiel einfach nach sprachlich suchen und finden alle flektierten Formen. Wir können auch alle Adjektive suchen oder alle Präpositionalphrasen, die aus genau diesem Muster bestehen. Präposition, Artikel, Adjektiv, Substantiv. Ja? Also in die schöne Stadt zum Beispiel oder aus dem dreckigen Fluss wären dann auch solche Treffer, die man dann finden könnte in einem Korpus mit so einer Suchanfrage. Ja, also so können wir auch nach syntaktischen Mustern oder suchen. Und deswegen ist es ein klassischerweise vollzogener Verarbeitungsschritt bei der Aufbereitung von Korpusdaten. Es gibt aber noch mehr. Sie können das hier selber nachmachen, indem Sie stanza.run aufrufen. Das ist ein Tool von der Uni Stanford in den USA. Worauf ich hinweisen möchte, ist hier Named Entity Recognition. Das werden wir im Kurs noch einmal besprechen, wenn wir das Interview mit Mareike Schumacher machen. In einem Satz wie ich freue mich, dass wir hier in Dresden mit Frau Staudinger jetzt eine Rektorin haben, werden hier also Eigennamen erkannt und Klassen zugewiesen. Dresden ist eine Location und Staudinger ist eine Person. Und das wird auch automatisiert erkannt und das kann für viele, viele Fragestellungen interessant sein. Und hier finden wir sogar solches syntaktisches Parsing, wie das genannt wird. Hier finden wir zum Beispiel, dass ich das Subjekt zu diesem Verb ist. Wir finden, dass Rektorin das Objekt zum Verb haben ist. Und so werden solche syntaktischen Abhängigkeiten in Form von Bäumchen erstellt. Vielleicht haben Sie sowas schon mal gesehen in der Einführungsvorlesungen GES, solche Syntaxbäumchen, und die können eben auch vom Computer automatisiert erstellt werden. Aber wir werden vor allem mit den anderen Annotationsebenen in diesem Kurs hier arbeiten. Aber Sie sollen es eben einmal gesehen haben. Die Tokenisierung, das spielt natürlich, sitzt auf dem Begriff des Token. Das möchte ich hier nochmals erklären. Zur Erinnerung an die Einführungsvorlesung, wo Sie das vielleicht schon gehört haben. Wir können mal das hier sagen. Der Koalitionsvertrag 2018 ist 69.028 Tokens lang. Das heißt, wenn wir eine Tokenisierung machen, pro Zeile ein Wort und auch Satzzeichen zählen dann als ein Wort, genau genommen als ein Token, dann ist eben die Datei am Ende 69.128 Zeilen lang. Ja? Aber zusätzlich können wir noch eine andere Zählung ansetzen, dass wir schauen, wie viele verschiedene Wörter kommen eigentlich vor. Dann finden wir, dass im Koalitionsvertrag nur 11.000 verschiedene Wörter vorkommen und diese nennen wir Types. Ja? Also es gibt ja manche Types, die mehr als nur einmal verwendet werden, sogar viele, die mehr als einmal verwendet werden. Und zum Beispiel das hier sind die häufigsten Types. Hier gerechnet auf Basis der flektierten Formen. Also es sind sozusagen Token-Types,
Wir könnten auch Lemma-Types zählen, aber hier Token-Types, das sehen Sie, die, der und den werden hier als einzelne Types gezählt. Ja, und Sie können sich vorstellen, Punkt ist sehr häufig das Wörtchen und auch. Hingegen gibt es auch sehr viele Wörter, die nur ein einziges Mal verwendet werden im ganzen Text. An einem anderen Beispiel, um es ganz anschaulich zu machen, nehmen wir mal diesen Satz. Ich versprach ihr, dass ich ihr das Buch zurückgeben würde. Der Satz ist, wenn wir es zählen, mit Satzzeichen 13 Tokens lang. Allerdings ist das Wörtchen ich und ihr jeweils doppelt vertreten. Das heißt, wenn wir dann zählen, müssen wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die lassen wir aus, weil die haben wir schon. 7, 8, 9, 10, 11 Types. Ja, 13 Tokens, 11 Types. Und das ist wirklich wichtig, wenn Sie noch Verständnisschwierigkeiten haben bei der Unterscheidung zwischen Types und Tokens, melden Sie es mir bitte zurück, weil das wirklich eine ganz grundlegende Unterscheidung ist für unseren Kurs. Gut, und wenn wir Korpusgrößen beschreiben wollen, dann rechnen wir typischerweise in Tokens. Und um es mal so einen kleinen Einblick zu geben, es begann im Jahre 1961 mit dem Brown-Korpus, was ungefähr 1 Million Tokens groß war, für damalige Verhältnisse unfassbar groß. Und an der Grenze dessen, was die Computer damals bewältigen konnten. Das British National Corpus aus dem Jahr 1994 ist schon wesentlich größer, nämlich 100 Millionen Tokens und ist auch außerdem ein ausgewogenes Korpus. Was das heißt, werden wir noch besprechen. Und hier mal fürs Deutsche, das ist das deutsche Referenzkorpus vom IDS Mannheim. Und hier sehen wir die Entwicklung. Es begann hier in 2010 mit 5 Milliarden Wörtern. Und dann gab es hier einen großen Sprung im Jahre 2014. Inzwischen sind wir bei 45 Milliarden Wörtern. Das sind unvorstellbar große Mengen. Aber die Computer machen es eben möglich, dass man auch mit solchen großen Datenmengen problemlos arbeiten kann. Ja, und hier geht es, wie gesagt, um laufende Wörter, genau genommen Tokens. Ja. Gut, und ein bisschen müssen wir auch noch Technik machen, denn damit man mit diesen tokenisierten, mit Metadaten versehenen und annotierten Daten auch informatisch, computertechnisch gut arbeiten kann, brauchen Sie ein bestimmtes Format. Und dafür hat sich ein Standard etabliert, den ich Ihnen vorstellen möchte. Hier mal ein Beispiel. Beliebig ausgewählter Artikel von sächsische.de. Wir finden hier den Titel des Artikels, hier so ein Teaser, hier ist die Autorin genannt, auf welche Stadt bezieht es sich. Wir finden aber auch hier das Datum, wann es erschienen ist und hier das Ressort, sozusagen die Sparte, in der der Artikel zu finden ist. Das heißt, wir finden hier schon Metadaten tatsächlich. Denn Autorin und Datum und Ressort, wenigstens das, sind eindeutig Metadaten. Die sind aber hier sozusagen Teil des Textes selbst. Das ist ja auch bei Büchern so. Da steht ja auch vorne drin meistens, wer der Autor ist, aus welchem Jahr das Buch stammt, welcher Verlag und so weiter. Manchmal finden wir auch, dass die Textsorte angegeben ist, Roman oder ähnliches oder Lehrbuch. Und das ist im Alltag häufig so, dass die Metadaten Teil des Textes sind. Bei digitalen Texten allerdings ist es häufig so, dass im Hintergrund sehr wohl eine Unterscheidung getroffen wird zwischen Metadaten und dem Primärtext. Das sieht nämlich so aus, wenn wir uns den Quelltext anzeigen lassen, den sogenannten HTML-Code, HTML steht für Hypertext Markup Language, dann sehen wir, dass es hier unterschiedlich ausgezeichnete Regionen gibt. Das hier ist so eine öffnende Klammer, so ein Tag, wie das genannt wird, und hier schließend. Das heißt, alles, was dazwischen ist, das gibt an, aus welcher Section der Artikel stammt. Hier Published at, sowas wie Article Author finden wir hier dazwischen. Und hier, da wo nichts angegeben ist, das ist dann der eigentliche Text. Manchmal finden wir dann auch hier Class
Artikeltext angegeben, aber hier ist es eben so gelöst. Es gibt dann auch noch CSS-Styles, das nur als Ergänzung. Das heißt, wir haben ein zweites Dokument, in dem definiert ist alles, was hier zwischen diesen Klammern steht, soll klein gedruckt werden, was zwischen diesen Klammern steht, soll kursiv gedruckt werden. Und so kann dann das typografische Layout in Kombination mit dem HTML-Code tatsächlich generiert werden. Aber das am Rande. Das Wichtige ist, dass wir mit ein bisschen Programmierkenntnissen oder vorgefertigten Tools, die es auch gibt, jetzt auf diese so ausgezeichneten Daten zugreifen können und daraus die Metadaten sauber ableiten und auszeichnen können. Ja, die sind hier ja schon ausgezeichnet, wir müssen sie eben nur in ein anderes Format überführen. Und da hat sich in der Linguistik XML etabliert. Das ist die Extendable Markup Language. Die sieht ähnlich aus wie HTML, ist aber ein bisschen flexibler, weil wir ganz beliebige Attribute hier vergeben können, so wie wir es eben brauchen. Ja, und wir finden dann hier eben Sitename, Title, Author, Date und Source, also Originalquelle. Das wären für mich jetzt die wichtigsten Metadaten. Und dann finden wir, genau, also hier sind die Metadaten, die werden typischerweise hier oben im Kopf in Form von sogenannten XML-Attributen ausgezeichnet. Wir finden dann hier in tokenisierter Form, also schon vorverarbeitet, die Primärdaten, wobei wir genau genommen sagen müssten, dass das hier schon nicht mehr Primärdaten sind, sondern auch wiederum typografische Metadaten. Ja? Aber eben hier links der eigentliche Text, die Primärdaten. Und dann finden wir hier noch zugeordnet die Annotationen in den Spalten 2 und 3. Das ist das Format, was bei den allermeisten Corpus-Tools sozusagen im Hintergrund liegt, mit kleinen formalen Abweichungen, aber vom Prinzip her mit dieser Dreiteilung Metadaten, Primärdaten, Metadaten, Annotationen und das eben auch im Text klar getrennt voneinander ausgezeichnet. Wir werden im Kurs vor allem lernen, wie man dann mit solchen Texten später umgeht, vielleicht auch, wenn wir so weit kommen, wie man selber genauso ein Format erstellt. Ja, aber das ist dann vielleicht schon eher was für den Programmierkurs, den ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Und damit sind wir beim letzten Teil des Input-Videos, nämlich die Frage, die ich Ihnen ja schon zur Vorbereitung gestellt habe: Können wir eigentlich nicht das World Wide Web als Corpus verwenden? Wenn wir uns nochmal erinnern, ein Corpus soll sein eine Sammlung von authentischen Äußerungen, die möglichst repräsentativ ist. Und das Internet ist ja eigentlich nichts anderes als eine riesige Menge von authentischen Äußerungen. Es gibt zwar auch natürlich Bilder und Videos im Netz und so weiter, aber es ist eben sehr, sehr, sehr viel Sprache, sehr, sehr, sehr viel Text. Und als solches, ja, warum nicht, können wir mal sagen, es ist ein Korpus. Und tatsächlich ist ja das Internet eine unerschöpfliche Quelle an Belegen für fast jedes erdenkliche sprachliche Phänomen. Und sei es noch so irritierend und erstmal auf den ersten Blick ungrammatisch, wir finden im Internet zu allem Belege und können eben sehr schnell auch mit bequemen Möglichkeiten uns Belege ausgeben lassen. Dafür haben wir nämlich Google und andere Suchmaschinen, die wir sozusagen als Corpus-Abfrage-Tools verwenden können. Ja, so weit, so gut. Ein großes Aber natürlich, aber das möchte ich Ihnen gerne selbst überlassen, denn Sie haben Gelegenheit, in der Übung selber mal so ein paar korpuslinguistische Fragen zu versuchen, mit Google zu beantworten. Schauen Sie, wie weit man kommt, was Probleme sind, aber vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, was Corpora normalerweise sind und was Korpuslinguistik ist. Denken Sie an die Definition von Stefanovic mit den Conditional Distributions und so weiter. Das sind alles Dinge, die Corpora, wie wir sie eigentlich brauchen, und das Internet, wie es mit Google durchsuchbar wird, nochmal grundlegend voneinander unterscheiden. Aber dazu können Sie, wie gesagt, selber ein bisschen nachdenken. In der nächsten Sitzung
wollen wir uns mit einem für das Deutsche wichtigen Korpus beschäftigen, mit dem deutschen Referenzkorpus und wollen die Software Cosmas kennenlernen. Ich möchte Sie bitten, sich bei Cosmas zu registrieren. Den Link finden Sie im Padlet. Und ich bitte Sie, das möglichst rasch zu tun, die Registrierung, die übrigens kostenlos ist, denn es dauert ein, zwei, drei Tage, bis Sie freigeschaltet werden und nächste Woche spätestens müssen Sie damit arbeiten können. Lesen Sie bitte auch den Text von Gredel, vor allem das Kapitel 3, wo es um die Korpusabfrage geht, bei Interesse auch mehr, aber Kapitel 3 ist das Wichtige. Ich werde den Text nicht auf Opal stellen. Ich verlinke ihn im Padlet. Damit Sie ihn dann runterladen können, müssen Sie im Uninetz sein. Das können Sie auch von zu Hause mit dem VPN-Client. Wenn Sie noch keinen VPN-Client installiert haben, machen Sie das bitte. Sie werden es unbedingt brauchen, um auch von zu Hause auf Uni-Ressourcen zugreifen zu können. Und dann möchte ich Sie bitten, selber mal zu versuchen, die Befunde von Gredel zumindest in Teilen zu replizieren. Das heißt, das können Sie dann nachlesen, suchen Sie bitte im Korpus WDD15, also Wikipedia-Diskussionen im Archiv WP. Das sehen Sie, sobald Sie sich da angemeldet haben, können Sie sich da hinklicken. Suchen Sie bitte selber nach Belegen für ITIS-Wortbildungen. Es geht im Aufsatz von Gredel um solche Pseudo-Krankheitsbezeichnungen wie Aufschieberitis zum Beispiel oder Diskutiereritis. Und dafür finden Sie in diesem Korpus jede Menge Belege und gucken Sie einfach mal, versuchen Sie es einfach mal selber damit zu arbeiten, ohne dass ich Ihnen schon groß erkläre, wie es geht, weil ich möchte gerne, dass Sie selber mal einfach probieren. Genau. Viel Spaß dabei, was Sie jetzt genau zur Übung Web als Korpus machen, schreibe ich Ihnen auf meinem Arbeitsblatt. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Tschüss.